Das heutige Replay, was ich euch zeigen will, beinhaltet den T-34-85 Rudi. Dieser Rudi ist ein besonderer Panzer, es ist ein Premium-Panzer auf der Karte Siegfried-Linie, ist nicht Top-Tier, 7er, 6er, 5er Gefecht, also ist er im Sandwich so gesehen mittendrin und mal schauen, was er so reißen kann. Das ist wohl eine der besten Rudi-Runden, die ich selber jemals sehen werde, schätze ich mal, so wie es aussieht. Und auch von den XP her sehr, sehr ordentlich. Also ich glaube, da dürfen wir uns jetzt gemeinsam auf etwas freuen. Begegnungsgefecht ist auf dieser Karte was Besonderes, weil normalerweise das Thema Angreifen, Verteidigen, das kennt man zu Genüge, aber dass sich beide um den Punkt in der Mitte balgen, ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Hit auf den Skoda, oder wie der geneigte Tscheche sagen würde, auf den Skoda. Ganz wichtig, Skoda. Deswegen auch dieses Strichchen über dem S eigentlich. So, mit der Handbremse hier schön eingepackt. Er ist jetzt hier recht weit vorne, wenn man das so sieht. Das war ein Satz mit X. Aber jetzt, genau, da trifft er dann auch dementsprechend. Komm, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Perfektes Stück zurückgesetzt und er konnte dann wirken. Wow, da muss er aufpassen, da darf er jetzt nicht hochfahren. KV3 und Su 100, die da kommen. Und gerade der KV, oh ja, auch noch ein T1 Heavy. Ja, da braucht er jetzt hier Hilfe. Jetzt kettet er den T1 Heavy da. Schöne, schnelle Schüsse. Und zerstört Wirder 1S oberhalb von ihm. Auch da trifft er, aber unten ist immer noch das Unheil seitens KV3 und Su. Oni von vorne prallt er ab. Oh, der drückt es auch auf ihn. Der Oni ist natürlich super schwer. Aber er bleibt jetzt nicht an ihm dran, sondern er umfährt ihn jetzt. Das ist jetzt, was der Oni macht. Der Beginn war vielversprechend, so gesehen aus Oni-Sicht. Der Abschluss ist aber eher semi-optimal. Arti hält jetzt auch schon drauf. Und da macht er ihn fertig. Der Oni hat es jetzt ganz doof gemacht, wenn er einfach hier an ihm stehen geblieben wäre, hätte er ihn locker weggemacht. Aber so hat er ihn eben nicht bekommen. Jetzt kommt der KV von vorne. Den muss er jetzt natürlich umaimen, aber mit seinen Hitpoints ist das kein Problem. KV3, der ist dann doch eher wieder ein Problem. Da kommt er leider jetzt nicht durch. Jetzt hat er auch viel Zeit gehabt zu aimen. Arti hält hier auch rein. Also holt er sich jetzt einfach den Unterstützungsdamage. Also er hat keinen Panzer hinter sich, er hat nur zwei Artis. Also man muss sagen, im Normalfall würde ich als KV einfach auf den drauf fahren und mir den holen. Aber so lassen sie sich lieber langsam, aber sicher durch die AT ausbluten. Jetzt kommt der T-34-85 da von der Mitte und wird auf den KV-3 schießen können. Genau. Jetzt guckt der KV-3 weg und jetzt kann er das ausnutzen, um ihn hier auf dem
Helm zu schießen. So, jetzt kommt die Sue. Ja, perfekt gemacht. Perfekt gemacht. Perfektes Laufrad getroffen. Und die Arti hat dann auch unterstützt. Also, spielt er super. Muss man wirklich sagen. Das mit dem Laufrad fand ich gerade genau richtig. Da jetzt nicht in Panik kommen und noch einen Schaden anbringen, sondern nein, wirklich entspannt das Ganze machen. Hinter ihnen, da jetzt der Churchill. So, KV-85 prallt hier ab. Dementsprechend nimmt er ihn dann direkt mit dem nächsten raus. Der Churchill ist natürlich jetzt auch wieder so ein Knackpunkt. Sehr unangenehmer Gegner. Aber man hat das Gefühl, er ist absolut Herr der Dinge. Hat gar kein Problem mit jeglicher Situation. Und dann nehmen sie den auch raus. Da ist die Sue, das ist natürlich ein Problem für die Arti. Arti hat verschossen. Was macht die Sue? Kommt sie schon drauf? Muss sie noch weiter vorfahren? Muss scheinbar noch weiter vorfahren. Dementsprechend kommt er hier auf den Boxtank drauf. Und jetzt helfen sie schnellstmöglich die Arti. Die hat nämlich auch einen super Job gemacht. Sue nimmt jetzt leider den T-34-85 raus. Arti kommt jetzt hier ran. Und dann nimmt er ihn raus, bevor die Arti dann auch das Schicksal besiegelt hätte. Gibi Panther verschießt hier. Dementsprechend kein Problem. Jetzt ist noch der KV-85, aber der ist ein schöner One-Shot für ihn. Nein, bleib rechts, bleib rechts. Ja. Perfekt. Auch der ist zerstört. Und lediglich jetzt noch die Arti im Spiel. Super Rudi-Runde. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, wenn man sagt, ja, die Runde hier hat er sehr fein gespielt. Arti hat natürlich jetzt nochmal mit dem Schuss versucht, den hier rauszunehmen, aber kein Problem. Und jetzt wird die Arti gejagt. Die andere Arti, seine Arti, die müsste eigentlich hier mitfahren, um da zu spotten. Hat es aber scheinbar wenig bis keine Muße. Also muss er es alleine machen. Das wäre jetzt auch so die nächste Idee, dass da AMX zum Captain fahren soll, laut dem Rudi. Aber der AMX scheint da hinten zu verweilen und zu warten, was der Rudi aufdeckt und ob er vielleicht da noch einen Kill abstauben kann. So, jetzt nimmt er erstmal die Linie runter und hat da den richtigen Riecher. Arti ploppt da auf. Treffer Nummer 1. Jetzt hat die Arti es natürlich gemerkt. Hoppala, ich bin offen. Fahrt ihr noch schnell das Haus zusammen oder den Bunker. Aber er kann es klar machen und sich den verdienten Krieger holen und 4200 Schaden mit einem 6er Panzer. Das ist aller Ehren wert und mit knapp 2000 Basis-XP auch verdient herausgespielt. Das war's für heute. Schön, dass ihr wieder mir eure Zeit geschenkt habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.